ورحمتهم وأولئك هم المهتدون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں انڈونیشیا میں اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین نے احمدیت نے جو تین احمدیوں کو شہید کیا ہے اس سے ہر احمدی غمزدہ ہے لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا بحیثیت جماعت بھی اور ہر احمدی کا ایک مومن ہوتے ہوئے بھی یہی طریق رہا ہے کہ ہم سفر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان مال اور ہر قسم کے نقصان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے برداشت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں انہیں آج احمدیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے دشمن بار بار اور ہم بار بار in der heutigen Zeit niemand mehr besser verstehen als die Ahmadi دوہراتے رہتے ہیں جان wir wissen was die Gegner der Jamaat machen wir halten aber diese Ayat vor und in dieser Hinsicht sind die Ahmadis, ob sie aus Indonesien kommen oder aus Pakistan oder sonst einem Land, was die hohe Stellung und was die wahre islamische Lebensart der wahrhaftige Liebhaber des Heiligen Propheten in den Ahmadis eingehaucht hat, das ist etwas Sonderbares in den Ahmadis. Alle Opfer, die wir bringen müssen, die von uns verlangt werden, auf all diese Sachen ist diese Antwort uns gelehrt worden und genau diese Antwort ist es, die der Heilige Prophet uns auch gelehrt hat. Und das ist, was er auch seinen Gefährten gelehrt hat und die haben auch die Beispiele dieser Lehre in ihrem Leben gezeigt. Zu jeder Zeit gab es Pharaos, die den Gläubigen angedroht haben, dass er ihnen ihr Leben ihnen wegnehmen wird. Ansonsten müssen sie sich von ihrem Glauben
abwenden, so haben die Gläubigen immer ihren Glauben vorgezogen. So war es zur Zeit von Hazrat Musa al-Islam, als die Magier erfuhren und es ihnen bewusst wurde, dass das, was Hazrat Musa al-Islam ihnen vortrug, keine Magie ist, sondern die Unterstützung Allahs ist, die mit weltlichen Mitteln nicht geschlagen werden kann, außer Wirkung gesetzt werden kann. Und diese Zeichen, die Musa al-Islam zeigt, sind göttliche Zeichen. So haben sie an ihn sofort an ihn geglaubt. Und das führte dazu, dass der Pharao sich in seiner Ehre verletzt fühlte. Er sagte, ich werde euch deswegen zu einem Beispiel machen und euch so bestrafen, dass alle sich daran erinnern werden. Und daraufhin sagten diese neue konvertierten Gläubigen, dass wir dir nicht Vorzug geben können über die Zeichen Gottes. Faxe Manta Bekase. Also mach, was du kannst, was auch immer du bewirken kannst. Du kannst nur unser irdisches Leben beenden. Aber nachdem wir geglaubt haben, dann das, was wir von Gott erhalten werden, falls du uns tötest, ist viel mehr als das, was du uns versprechen kannst. Wenn also die Anhänger von Musa al-Salam diesen Glauben gezeigt haben, so sind wir die Anhänger des Heiligen Propheten, der das vollkommene Gesetz erhielt und der der Beste unter den Propheten ist, und gemäß dessen Lehren wir die höchsten Höhen des Glaubens erreichen können. Und der Heilige Prophet hatte auch vorausgesagt, dass der kommende den Glauben von den Sternen zurückholen wird auf der Erde. Wie kann es dann möglich sein, dass wir aus Angst vor den Pharaos dieser Zeit unseren Glauben aus der Hand geben? Wo doch Gott uns die frohe Botschaft gibt und uns sagt, dass wenn wir in seinem Wege getötet werden, dass wir ein ewiges Leben erhalten werden. Und jene, die diese Stufe des Glaubens erreicht haben, können nicht durch solche Drohungen oder tatsächlich ausgeführte Verfolgungen vom Glauben abwendig gemacht werden. Also sage ich zu allen Ahmadis, die überall auf der Welt wohnen, zu den Gegnern der Ahmadis, überall auf der Welt, dass ihr machen könnt, was ihr auch machen könnt oder wollt. Ihr werdet niemals imstande sein, uns von unserem Glauben abwendig zu machen. Ihr werdet dazu niemals in der Lage sein, inshallah. Auch die Ahmadis in Indonesien haben den Gegnern diese Antwort gegeben, und von Zeit zu Zeit haben sie auch in der Vergangenheit Drohungen erhalten. Aber sie haben den Glauben gehabt und diesen Drohungen keinerlei Wert beigemessen. Diese Gemeinde, wo dieses Ereignis stattgefunden hat, ist eine ganz kleine Gemeinde. Nur 30 Leute sind das. Es sind nur 7 Familien. Aber
Sie waren alle dazu bereit, dass sie sich vor den Gegnern der Jamaat niemals sich beugen werden und sich nicht von der Jamaat abwendig machen werden. Die erste Bedingung von den Gegnern der Jamaat war, dass man den dortigen Muallim ausweisen sollte. Und dieser Muallim war nicht aus sonst woher dorthin geschickt worden, sondern er kam aus demselben Dorf. Aber als die Gegnerschaft zu sehr zunahm, so sind von den Nachbarn Nachbar-Jamaat 20 Khudam zu verschiedenen Zeiten dorthin geschickt worden, damit sie in unserem Zentrum bleiben, damit das Zentrum nicht von den Gegnern eingenommen werden kann, weil es auch so ist, dass die Gegner der Jamaat Unterstützung von der Polizei erhalten und wann auch immer eine Wohnung, ein Haus oder ein Zentrum von der Jamaat frei leergeräumt wird, dass die Gegner von der Polizei dies dann abschließen lassen oder selbst für sich vereinnahmen. Und deshalb wurde entschieden, dass wir keinerlei Plätze und Häuser oder Zentren freigeben werden. Die Ahmadis waren also in dem Zentrum anwesend, als diese Leute das Zentrum angegriffen haben. So haben sie mit Macheten und mit Schwertern und Messern die Ahmadis angegriffen und sie aus dem Zentrum herausgezogen. Die Polizei war auch da anwesend und sie haben das alles mit angesehen. Drei Ahmadis wurden getötet und fünf wurden verletzt. Und sie haben diese Nachricht bereits gehört. Aber mit Gottes Gnade ist das so, dass die Ahmadis dort fest in ihrem Glauben sind und noch mehr in ihrem Glauben zugenommen haben. Und das ist alles auf die brutalst mögliche Art passiert und sie haben ein Beispiel der Götzendiener von Mekka hier wiederholt. Und leider ist es so, dass die Gegner der Jamaat leider Gottes dies alles im Namen des heiligen Propheten getan haben, der Rahmatul Alamin, also eine Gnade für die Welten genannt worden. Und der heilige Prophet hat selbst für die im Krieg gefallenen Gegnern gesagt, über die im Krieg gefallenen Gegnern gesagt, dass man sie nicht entstellen sollte, was damals in Arabien eigentlich gang und gäbe war. Das ist nämlich gegen die Menschlichkeit. Aber diese ungerechten Leute, die die Ahmadis angegriffen haben, haben auch die Leichen der Ahmadis so sehr entstellt, dass die Leichen nicht mal erkannt werden konnten und man hatte in dem ersten Report sogar aus Versehen die Namen von anderen Leuten angegeben. Nachher kamen ihre Verwandten und sie haben die Leichen anhand verschiedener Merkmale identifiziert. Diese haben sogar was die Entehrung der Leichen betrifft, die Götzendiener von Mekka hinter sich gelassen. Aber dennoch ist das so, dass durch die Ermordung von unseren lieben Brüdern und durch Entstellung ihrer Leichen sind wir zwar im Trauer, aber die größte
Gerechtigkeit, die sie begangen haben, ist, wie ich bereits gesagt habe, dass sie dies alles im Namen unseres Anführers, des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, getan haben. Das ist solch eine ungerechte Tat, Gräueltat gewesen, dass die Medien in dem Land, die darüber berichtet haben und verweigert haben, die Videos und Bilder zu zeigen, weil sie zu brutal sind. Al Jazeera, was normalerweise dafür bekannt ist, dass dieser Kanal solche Nachrichten doch sendet, dass selbst Al Jazeera hat diese Videos nicht ausstrahlen können. Und sie haben in ihren Berichten gesagt, dass dann, dass die Angreifer drei Ahmadis herausgezogen haben und dann mit Stöcken und mit Messern sie angegriffen haben, getötet haben, und die Bilder sind so brutal, dass wir sie nicht zeigen können. Asian Human Rights Commission hat gesagt, dass diese Ungerechtigkeit gegen Ahmadis ist gemäß den Anweisungen der indonesischen Ulema-Konferenz geschehen. Die dortige Bevölkerung denkt, dass gemäß den Entscheidungen von diesen Ulema das alles richtig gewesen ist. Die Economist schreibt, dass diese Gräueltat ist nicht durch die Gegnerschaft zwischen den Muslimen und Christen geschehen, sondern diejenigen, die sich Muslime nennen, haben gegen andere Muslime dies getan. Und dann schreibt er weiter, falls jemand dazu Mut hat, dieses Video sich anzuschauen, so wird er feststellen, dass diese Gräueltat etwas völlig Neues an Dimension enthält, was von der zivilisierten Welt völlig fern ist. Und die Leute sind so brutal vorgegangen, dass viele Menschen dadurch in Schock sind. Und viele Ahmadis, die Teile dieses Videos gesehen haben, haben mir angeschrieben, dass sie dazu nicht imstande waren, das Video zu Ende zu sehen. Und eine Frau schrieb mir, dass sie, ohne es ihren Kindern zu sagen, die ersten paar Sekunden gesehen hat und dann fing sie an zu weinen. Und die Kinder waren darüber verwundert, warum sie weint. Und mehr hat sie nicht sehen können. Auch sonst ein Ahmadi hat geschrieben, dass die Situation so grausam ist, dass man nicht das Video sehen kann, aber diese Leute waren dort versammelt und sie haben alles mit angesehen und haben geklatscht. Jakarta Post, New York Times haben auch darüber berichtet. Jakarta Times schreibt, dass die Mitglieder von Jamaat Ahmadiyyat sind angegriffen worden, was auch immer der Grund dafür war, aber es zeigt, dass in unserer Gesellschaft keinerlei zivilisierte Gefühle für die Andersdenkenden in unserer Gesellschaft mehr vorhanden sind. Obwohl die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat beim Aufbau des Landes genauso mit beteiligt waren wie die anderen Menschen. Und sie schreiben, dieses Ereignis ist ein trauriges Kapitel in der Geschichte des Landes. Und dann schreibt er weiter, diejenigen, die sagen, dass die Lehren der Ahmadiyyat nicht islamisch sind und deshalb haben sie kein Recht auf zu leben, die sind alle
im Irrtum begriffen und sie sagen, dass die neue Gedanken in Indonesien sind eher von den Mitgliedern der Ahmadiyya Muslim Jamaat hier hinein getragen worden und der Präsident Sukarno hat die Übersetzung des Heiligen Korans durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat gelesen gehabt. Dann schreibt er weiter, dass die Dienste der Ahmadiyya Muslim Jamaat für das Land Indonesien sehr kostbar sind. So sagt der Autor dieses Artikels, ist ein Professor an der Universität in Jakarta und Jakarta Post und weitere Zeitungen in Jakarta haben darüber berichtet und aufs Schärfste diese Tat verurteilt und die Regierung darauf aufmerksam gemacht. Zumindest haben die Medien und die Intellektuellen dort gegen diese Tat Position eingenommen und die Wahrheit gesagt. Ich kann mir nur wünschen, dass auch in Pakistan die Medien und die Intellektuellen diesen Mut fassen. Die Gegnerschaft zu der Jamaat ist nicht neu in Indonesien, wie es auch immer der Fall mit von Gott gegründeten Gemeinden gewesen ist. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde insbesondere in muslimischen Ländern immer verfolgt oder es gab Gegnerschaft zu der Jamaat und dies war auch in Indonesien der Fall. In Indonesien ist dies seitens der Mullahs auch immer der Fall gewesen. Das ist die Gewohnheit der Mullahs. Egal aus welchem Land sie kommen, sie werden nie die Wahrheit akzeptieren. Sie denken, dass wenn sie die Wahrheit akzeptieren, das wird dazu führen, dass sie kein Geld mehr erhalten und an Einfluss einbußen. Auf jeden Fall möchte ich heute die Geschichte, kurze Geschichte der Jamaat Indonesia vorlegen. Islam, zweite Verbreitung und Verbreitung der Jamaat in Indonesien fand auf eine sonderbare Art und Weise statt. Vier Indonesier kamen nach Qadian und akzeptierten Ahmadiyyat selbst in Qadian. Es wurde also kein Missionar nach Indonesien geschickt, sondern vier Indonesier kamen nach Qadian und sie kamen nicht mit dieser Absicht, dass sie Ahmadis werden. 1923 kamen vier Leute, Abu Bakr Ayyub Sahib, Zaini Dahlan Sahib, Haji Mahmud Sahib, noch ein Jugendlicher, kamen aus Sumatra nach Indien. Sie reisten durch Kalkutta, Lucknow, Lahore und dann nach Qadian. Im August 1923 kamen sie zu Hazrat Khalifatul Masih II. Razilanho nach Qadian und baten darum, dass sie in der Religion unterwiesen werden. Huzur akzeptierte diesen Wunsch und während ihrer Ausbildung sahen sie die Wahrheit von Ahmadiyyat an, ein und akzeptierten Ahmadiyyat. Und diese Jugendliche, die in Qadian Bait ablegten, kehrten bald darauf nach Indonesien zurück. Sie fingen schon in Qadian an, Briefe an ihre Verwandten zu schreiben.
Hazrat Khalifat al-Masih, der zweite Razil Anho, als er aus Europa zurückkehrte im Dezember 1924, so gab es einen Empfang in Qadian. Und bei diesem Empfang sagten diese vier Indonesier, dass Hazur, schenken Sie auch dem Osten eine, Ihre Aufmerksamkeit. Daraufhin sagte Hazrat Masih Sani, ich werde selbst oder einen Vertreter dorthin schicken. Daraufhin wählte Hazur Hazrat Maulvi Rahmat Ali Sahib dafür aus und er wurde im September 1925 nach Indonesien geschickt. Er kam im September 1925 dort an, in Sumatra. Dort gab es natürlich eine andere Sprache, es war eine andere Kultur, es gab, alle Menschen waren fremd, aber trotzdem fing er an, dort seine Arbeit aufzunehmen und ließ sich nicht durch diese Schwierigkeiten entmutigen, wo er einerseits anfing, die Sprache zu lernen, fing er andererseits auch an, Tabligh zu machen. Also Maulvi Sahib bekam die Zeichen der Unterstützung Gottes und innerhalb weniger Monate konnte mit 8 Menschen die erste Jamaat in Indonesien gegründet werden und diese Zahl mehrte sich danach. Auf jeden Fall ist eine lange Geschichte. Hazrat Maulvi Sahib, wie ich bereits gesagt habe, hat am Anfang Schwierigkeiten gehabt wegen der Sprache, wegen der Gegnerschaft. Und es war auch eine andere Kultur, es waren fremde Menschen, aber er setzte seine Arbeit fort. Die Ulema gaben darauf die Fatwa, dass die Bücher und Artikel von Ahmadis nicht gelesen und ihre Veranstaltungen nicht besucht werden dürfen. Als die Zahl der Ahmadis zunahm, so fingen die Leute an, die Ahmadis zu boykottieren. So sehr, dass die Medien, die Zeitschriften sich verweigerten, Artikel von Ahmadis zu abzudrucken. Die Gegnerschaft nahm so sehr zu, dass Mobs von bis zu 3000 Leuten sich um das Haus von Hazrat Maulvi Sahib versammelten und ihn beschimpften und drohten. Auf jeden Fall wurde dann Haji Mahmud Sahib dorthin geschickt. Dann wurde er dazu gezwungen, dass er Ahmadiyyat verlassen hat. Und dieses wurde dann irgendwo abgedruckt, aber Haji Mahmud Sahib wurde von Gott beschützt. Und als die Ulema erfuhren, dass ihr Plan nicht wirksam gewesen ist, so taten sie sich zusammen, um Hazrat Maulvi Rahmat Ali Sahib aus dem Land ausweisen zu lassen. Aber die Regierungsbeamten sagten, das sind religiöse Angelegenheiten und wir werden da nicht einmischen. Im Dezember 1927 gab es eine Diskussion mit den Ulema in Padang. Dabei waren Beamte, hohe Beamte der Regierung und Medien anwesend. Der Mubalik von der Jamaat Ahmadiyya blieb erfolgreich und die gegnerischen Mullahs blieben erfolglos. Als Folge davon wurde Tabligh einfacher und es wurde bald die dritte Jamaat in Indonesien gegründet.
1929 im Oktober des Jahres kehrte Hazrat Maulvi Rahmatullah Sahib nach Qadian zurück und 1930 wurde er von Hazrat Hilfi Sistani nochmals nach Sumatra geschickt. Hazrat Maulvi Sahib bat Hazur um Unterstützung und daraufhin wurde Maulvi Muhammad Sadiq Sahib auch nach Indonesien geschickt. In Indonesien passierte so, dass die Zahl der Ahmadis in Indonesien zunahm, so nahm auch die Gegnerschaft zu der Jamaat zu. In Tapak Tawan wurde die Jamaat von dem dortigen Raja bedrängt. Der Raja befahl, dass sie nicht mehr beten dürfen. Sie dürfen keine Jumma-Gebete abhalten. Sie durften sich nicht mehr Tabligh machen. Auch der Raja von Rusukun verfolgte die Jamaat und er zwang sie dazu, dass sie Hazrat Masih Maud Nauzu Billah als Lügner bezeichnen sollen, sonst würden sie aus dem Land ausgewiesen werden. Ein Ahmadi wurde abgesetzt. Zwei weitere Ahmadis wurden aus dem Dorf ausgewiesen. Maulvi Abu Bakr Ayub Sahib war inzwischen auch aus Qadian dort eingetroffen. Er war in dem Gebiet von Sarang mit Tabligh beschäftigt. Eines Tages kam der Polizeibeamter mit dem Befehl des Sultan aus dieser Gegend, um ihn zu verhaften und sagte ihm, dass er am nächsten Morgen sich bei dem Richter sich vorstellen sollte. Am nächsten Morgen gingen sie also zu dem Richter. Ihm wurden dann viele Fragen gestellt, aber Maulvi Sahib konnte alle ihre Antworten so beantworten, dass sie ihn nicht beschuldigen können. Und nach dieser Diskussion wurde er wieder freigelassen oder nicht verhaftet. Wie ich bereits gesagt habe, der Schriftsteller hatte erwähnt, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat bei der Gründung von Indonesien mitgearbeitet hat. Ich habe schon erwähnt, welche Schwierigkeiten am Anfang dort bestanden und wie die Jamaat dort gegründet wurde. Aber was waren die Dienste der Jamaat für Indonesien? Als die Unabhängigkeitsbewegung anfing, Hazrat Muslim Maud Razi Anhu unterstützte diese Bewegung und forderte auch die anderen Muslimen dazu auf, dass sie die Muslime in Indonesien unterstützen sollten. 1946 sagte Huzur in einer Khutba und danach fingen die Ahmadi-Zeitungen und auch andere Zeitungen der Muslime für die Unabhängigkeit von Indonesien sich stark zu machen. Als Dr. Sukarno 1945 ein unabhängiges Indonesien ausrief und anfing gegen die holländische Regierung dort zu kämpfen, so fragten die Ahmadi, so
verhielten sich die Amri Mubaligh gemäß den Anweisungen von Hazrat Muslim Maud Rizwanahu so, dass sie die Unabhängigkeitsbewegung unterstützten. Sayyid Shah Muhammad Sahib, als er nach Jakarta kam, traf er Dr. Sukarno und sagte ihm, dass er in der Unabhängigkeitsbewegung eintreten möchte. Er war ein Mubaligh. Dr. Sukarno gab ihm die Aufgabe, aus Radio Indonesien auf Urdu die Nachrichten zu verkünden. Und diese Arbeit tat er einige Monate lang. Er war so sehr bei dieser Aufgabe beteiligt, dass ein indonesischer Minister sagte, dass er ihn als einen Teil des indonesischen Volkes betrachtet. Mohammed Sahib tat auch sonst so gute Dienste, dass am 3. August 1957 wurde ihm ein Brief ausgestellt von der indonesischen Regierung, in der seine Dienste anerkannt wurden. Es wurde darin geschrieben: Wir erkennen die Dienste von Shah Muhammad Sahib, dem Mitglied von Ahmadiyya Muslim Jamaat, die er für Indonesien und für das Volk Indonesien geleistet hat. Informationsministerium. Er war beim Informationsministerium ein Mitarbeiter oder hat die Arbeit des Ministeriums unterstützt. Und als die holländische Regierung in Jakarta angriff, auch zu dieser Zeit hat der Herr seine Unterstützung für die Unabhängigkeit Indonesiens fortgesetzt. Als gemäß der Entscheidung von UNO die holländische Armee sich zurückzog, auch dann war er ein Teil des Komitees, das für die neue Aufstellung der Regierung in Indonesien einberufen wurde. Und er war auch ein Mitglied des Komitees, das den Präsidenten Sukarno in Jakarta empfing. Nachdem die Regierung an Präsident Sukarno überging, so war er auch in der Karawane oder Kafla ein Mitglied, die mit Präsident Sukarno nach Jakarta reiste. Er hat auch eine lange Zeit die Urdu Service von Radio Indonesien unterstützt. Der erste Präsident von Indonesien, über den auch berichtet wurde, dass er den Heiligen Koran von Ahmadis lernte, er schreibt in seinem Buch: Obwohl ich mit einigen in einigen Punkten nicht mit Ahmadiyya Muslim Jamaat übereinstimme, aber dennoch erkenne ich ihre Dienste an und bin beeinflusst von ihren Lehren, die gemäß der menschlichen Vernunft sind und die menschliche Sichtweise erweitern. Es sind also nicht nur auch solche Dienste, die bei der Beratungen geblieben wären, sondern 1946
waren auch Ahmadis darunter, unter den Menschen, die ihr Leben opferten für die Unabhängigkeit Indonesiens. Darunter ein Ahmadi-Jugendlicher, der von der holländischen Armee entführt wurde und nachher getötet wurde. Das waren die einige Dienste der Ahmadi-Muslim-Jamaat für die Unabhängigkeit Indonesiens. Aber die Ulema und die Extremisten haben auch ihre Geschichte der Verfolgung fortgesetzt. Von den früheren Märtyrern in Indonesien wurden 1947 sechs Ahmadis getötet. Jaidat Sahib, Mansura Sahib, Saili Sahib, Haji Hassan Sahib, Radin Salih Sahib und Dahlan Sahib. Diese sechs Ahmadis wurden in Java getötet. Dort griffen die Leute mit Steinen und Stocken an und prügelten sie zu Tode. Diese Gruppe, die sich Darussalam nannte, forderte sie dazu auf, dass sie Ahmadiyya verlassen sollten. Sie blieben aber standhaft in ihrem Glauben und wurden getötet. Diese Tat passierte mit den Ahmadis lange vor heute. Zwei Jahre später wurde Sanusi Sahib, Umo Sahib, Dahyan Sahib, Sherumi Sahib, Soma Sahib, Salman Sahib, Jumli Sahib, Sarman Sahib, Osum Sahib, und Frau Idot Sahiba und noch eine Frau wurden getötet. Diese Ahmadis wurden in West Java ermordet. Auch dabei gab es eine Wahhabi-Bewegung, die mit Steinen und Stockschlägen geprügelt und zu Tode gefoltert. Auch sie wurden dazu aufgefordert, Ahmadiyya zu verlassen, aber sie alle lehnten dies ab und wurden daraufhin getötet. Dann gab es eine neue Zeit der Verfolgung von Ahmadis. 2001. Babuk Hassan Sahib wurde am 22. Juni 2001 im Alter von 55 Jahren getötet. Und etwa 100 Gegner griffen die Jamaat in Lombok an und sie wollten die Moschee dort zerstören. Er war mit anderen Ahmadis zusammen und wollte die Moschee verteidigen, wurde dabei angegriffen. Er wurde verletzt und wurde zum Krankenhaus gebracht, aber er konnte nicht überleben. In 2002 waren beteiligten sich auch die Angestellten der Regierung. Und zerstörten Häuser von Ahmadis. Die Regierung gab einen Erlass, dass die Ahmadis ihre Moschee nicht mehr benutzen konnten. Hunderte von Gegnern griffen die Moschee und das Zentrum der Jamaat an. Die Polizei war dort anwesend. Sie sahen alles, aber taten nichts, um eine Zerstörung zu verhindern. Und alle diese
Gebäude wurden von der Regierung geschlossen. 2005 griffen 500 Gegner der Jamaat in Anjor 5 Jamaat an. Die Gebäude der Jamaat wurden zerstört und alles, was drin war, wurde ausgeräumt. 86 Häuser wurden zerstört. Manche Häuser wurden in Brand gesteckt. In manchen Dörfern wurden Ahmadi-Schulen zerstört. Dann am 19. Oktober 2005 griffen etwa 100 Gegner eine Jamaat an. 3 Ahmadi-Häuser wurden zerstört. 2 Ahmadis wurden verletzt. Die Ahmadis aus dieser Jamaat waren früher in anderen Dörfern, aber sie wurden auch von dort vertrieben und kamen hierher nach Katapang. Und im Oktober 2005 wurden sie auch noch hier angegriffen. Aber die Ahmadis haben überall all dies ertragen. Dann 2006 wurde Jamaat in Latapong angegriffen. Geschäfte von Ahmadis wurden zerstört. Alles, was drin war, wurde geraubt. Ihre Tiere wurden ihnen weggenommen. Und die Ahmadis mussten das Dorf räumen. Am 10. Dezember 2007 griffen die Leute aus einer Madrasa die Ahmadi-Moschee an und zerstörten sie. September 2007 wurde die Mahmud-Moschee angegriffen zum dritten Mal. Alle Fenster wurden zerstört, auch das Dach wurde zerstört und alles, was an Möbel drin war. Dann 500 Gegner griffen Gebäude der Jamaat an. 2 Moscheen wurden dabei zerstört und es wurden auch 12 Kopien von dem Heiligen Koran in Brand gesteckt. Häuser der Ahmadis wurden zerstört, 3 Menschen wurden verletzt. Ahmadis wurden verletzt. Deshalb mussten die Ahmadis die Gegend räumen. Und diese Situation setzt sich fort. Aber trotz all dieser Verfolgung haben die Ahmadis die Stärke im Glauben gezeigt und alle Ahmadis haben mit Geduld und Standhaftigkeit dies alles ertragen. Auch diese neuen Shahadat sind eine Fortsetzung dieser Geschichte. Aber wie ich bereits sagte, dieses Mal hat auch die Lokalpresse und auch im Ausland die Presse davon Blitz genommen und dagegen geschrieben. Ich sage nun etwas zu den Shahid. Der erste ist Tubakos Chandra Mubarak Sahib. Er war von Geburt aus Ahmadi, er war 34 Jahre alt, er wohnte in das Zentrum. Er hat eine Frau, die im 5. Monat schwanger ist. Dieses Kind soll in Waqfe Nau aufgenommen werden. Das wird inshallah geschehen, wenn er geboren ist. Er war auch der Sekretär Waqfe Nau und war sehr aktiv in der Jamaat, hat seine Chandas immer regelmäßig bezahlt. Auch seine ganze Familie war sehr mit der Jamaat verbunden. Seine Frau sagte, einen Tag davor, gehen Sie nicht dahin. Ich bin schwanger im 5. Monat, Sie sollten um mich kümmern und nicht dort zum Zentrum hingehen. Er sagte, ich ziehe die Jamaat dir vor. Und ging mit seinem Auto zum Zentrum. Und er brachte die Khudams zum Zentrum.
und wurde dabei angegriffen. Er versuchte immer seine Gebete in der Moschee zu verrichten und pflegte auch anderen zu sagen, dass man rechtzeitig die Gebete verrichten sollte. Tubakos Chandra Mubarak Sahib, von dem ich spreche, war in der Moschee im Zentrum. Er wurde geschlagen und dann wurde er zu Tode geprügelt, dann wurde sein Leichnam rausgezogen und auch wieder geschlagen. Man konnte ihn, seinen Leichnam nicht erkennen. Später hat sein Bruder ihn erkannt. Der zweite Shahid ist Somro Sahib. Er war 38 Jahre alt, ist 2002 zu Ahmadi geworden. Er hat eine Frau und vier Kinder. Als Hazrat Khalifa Masih Rawe nach Indonesien reiste, gab ihm sein Ahmadi-Freund Literatur der Jamaat und nach zwei Jahren entschied er sich für die Jamaat. Später konvertierte er auch seine Frau zu Ahmadiyyat. Vor seinem Ahmadi-Sein war sein Verhältnis zu seinen Eltern nicht so gut, aber als er Ahmadi wurde, änderte sich dies, er ehrte sie und war ihnen dann gehorsam. Er entwickelte sich auch spirituell sehr und sagte, dass er spürt, dass Spiritualität in ihm vorhanden ist und himmlische Unterstützung mit ihm ist. Er berichtet, dass er einmal Bedarf nach etwas Geld hatte und er betete dafür. Es kam jemand und nahm ihn mit und gab ihm genügend Geld für eine Arbeit. Einmal sah er im Traum Hazrat Khalifa Masih Thani, Khalifa Masih Salis und Khalifa Masih Rabe zusammen. Er war auch sehr aktiv bei Tabligh-Arbeit. Als das Zentrum angegriffen wurde, war er im Zentrum und er wurde mit Messern verletzt und getötet und dann wurde sein Leichnam vor der Menge und vor den Augen der Polizei geschlagen. Die Polizei war da, tat aber nichts. Ein anderer Khadim dachte, er sei eine andere Person, so entstellt war seine Leiche, aber es wurde nachher festgestellt, dass es Roni Sahib war. Der dritte Roni Prasad Sahib war 35 Jahre alt. Er konvertierte 2008 zu Ahmadiyyat, also nur vor zwei Jahren. Er kam aus Norden des Landes. Er war vor dem Bayt ein Krimineller. Eines Tages sah er im Traum, dass er einen Besuch gesehen hat, einen heiligen Mann, der einen Turban anhat. Er sah beim Besuch eines Ahmadis das Foto von Hazrat Masih Masad Islam und erkannte, dass er derselbe Heilige ist, den er im Traum gesehen hat. Daraufhin konvertierte er in 2008 zu Ahmadiyyat. Und er änderte sich sofort und seine Frau war so davon beeindruckt, wie diese spirituelle Änderung in sich kam. Also sagt, er hat bestimmt etwas Gutes in sich gehabt, was von Allah akzeptiert wurde und dass er rechtgeleitet wurde und Ahmadi wurde und auch noch dann die Ehre des Märtyrertums erhielt. Er pflegte regelmäßig seine Gebete zu verrichten, war ein sehr mutiger Mann und jeden, den er in zwei Jahren getroffen hat, hat er Tabligh gemacht und dadurch sind auch einige Leute konvertiert.
Und er pflegte oft zu sagen, dass er als Märtyrer sterben möchte. Und Gott hat diesen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Auch er wurde mit Messern und Macheten geschlagen, verletzt und getötet. Und auch sein Leichnam wurde entstellt. Das sind also die Menschen, denen Gott die frohe Botschaft des Paradieses gegeben hat, die ein ewiges Leben erhalten werden. Diese sind die Sterne am Himmel des Ahmadiyyas. Möge Allah ihre Opfer annehmen und ihre Ränge erhöhen und ihren Angehörigen Standhaftigkeit verleihen. Möge Allah jedem Mitglied von Jamaat Indonesia im Glauben zunehmen lassen. Und Hazrat Masih Islam hat in einer Vision gesehen und gewünscht, dass ihm auch Leute gegeben werden, die in den Fußstapfen von Sajjada Abdul Latif Sahib wandeln werden. Darunter sind auch diese Leute, die in den weit entfernten Gegenden leben. Und manche von ihnen haben keinen Khalifen gesehen, aber dennoch sind sie ein Beispiel am Glauben und Verbundenheit. Wie ich bereits erwähnt habe in vergangenen Khutbas, in dieser Vision sah Hazrat Masih Maud, wie gesagt, dass aus seinem Garten ein Zweig weggenommen worden ist, und ich sage, dieser Zweig soll wieder in den Garten gepflanzt werden. Und ich deute dies so, dass an der Stelle von Sajjada Abdul Latif Shahid Sahib werden viele andere kommen. Und Hazur sagt, diese Shuhada haben diese Stellung erhalten und sie sind nun vor ihrem Herrn aus Tausende von Meilen von Qadian entfernt, haben sie die Wahrheit von Hazrat Masih Maud akzeptiert und bewiesen. Aber wir, die hier geblieben sind, müssen jederzeit auch unsere Glaubenssituation überprüfen. Nach jedem Shahadat müssen wir uns versprechen, dass wir nicht nur unseren Glauben verteidigen wollen, sondern dass wir darin zunehmen werden, inshallah. Keinerlei Taten begehen werden, die unsere Traditionen und unsere Geduld in Verruf bringen konnten, die auf irgendeine Weise unsere Loyalität zum Land in Verruf bringen könnte. Wie ich gesagt habe, die Jamaat hat auch bei der Gründung von Indonesien und Aufbau eine Rolle gespielt. Jedes Mitglied von Ahmadiyya Muslim Jamaat, egal in welchem Land er lebt, ist loyal zu seinem Land und soll loyal zu seinem Land sein. Und inshallah wird er so bleiben. Und es ist ein Bedingung der Loyalität, dass man für das Land betet, dass Gott das Land von den ungerechten Leuten befreit und nicht solche Leute über uns setzt, die nicht gnädig sind zu den Menschen. Wir gehen zwar gerichtlich vor Ungerechtigkeiten vor, aber wir nehmen niemals das Gesetz in unsere Hand. Unser Vertrauen ist in unserem Herrn und auf seine Gnade und seine Unterstützung bauen wir. Und auch jetzt werden wir wie immer uns vor Gott verneigen. Beten Sie immer, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Möge es so geschehen, dass kein einziger von uns wackelt. Hazrat Masih Maud
Alaihissalam hat über den heiligen Propheten gesagt, dass der heilige Prophet hatte die Sahaba zu Geduld ermahnt, die Gegner verschwanden alle. Und es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr sehen, dass diese Gegner nicht mehr da sein werden. Gott hat entschieden, dass er diese heilige Gemeinde verbreitet. Wenn Gott es so gewollt hätte, so hätten sie nicht imstande sein können, euch zu verfolgen. Aber Gott möchte dadurch die Geduldsamkeit zeigen. Also der Messias sagt, dass von den Gegnern werden alle entweder Reue zeigen oder sie werden vernichtet werden. Also sagt, also einige von ihnen werden Reue zeigen und sich verbessern oder sie werden bestraft werden. Es ist also die Pflicht jeden Amris, dass er in Dua und Geduld zunimmt. Möge Allah uns dazu befähigen und uns beschützen, dass wir die Versprechen Allahs mit Hazrat Masih Maud mit unseren Augen in Erfüllung gehen sehen. Möge Allah uns beschützen und möge er die Feinde ergreifen. Wir haben keine persönliche Feindschaft mit diesen Leuten. Das ist alles aufgrund ihrer Gegnerschaft zu Hazrat Masih Maud. Möge Allah die Feinde ergreifen zum Zeichen machen. Und jene, die nach seinem Wissen nicht sich bekehren werden, möge er sie bestrafen. Möge Allah auch die Verletzten schnelle Genesung gewähren. Drei Verletzte sind noch im Krankenhaus. Ich möchte auch zu den indonesischen Ahmadis sagen, dass die Duas von allen Ahmadis mit euch sind. Ich erhalte viele Briefe, wo die Ahmadis ihre Sorgen über euch verkünden. Und diese Zeichen der Barbarei, die im Internet und so weiter zu finden sind, diese haben an jeden Ahmadi einem Zustand des Schmerzens und der Trauer versetzt. Und deswegen beten sie für sie, möge Allah einen jeden Ahmadi beschützen und die Feinde ihren Machenschaften unerfolgreich bleiben lassen. In Punjab Regiment in Lahore gab es einen Anschlag gestern. Darunter war auch ein Munir Ahmad Ahmadi. Er wurde dort ausgebildet und er ist auch dabei, also bei diesem Anschlag ums Leben gekommen. Wir werden für all diese vier Janaza beten. Er war Neffe von zwei Murabbis unserer Gemeinde. Möge Allah vergeben. Er war nur 21 Jahre alt. Möge Allah auch seinen Eltern Geduld. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد
اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.